eine Tankstelle in Malaysia und eine Geschichte, die wirklich schockierend ist. Eine Frau tankt, doch plötzlich geht ihr Auto in Flammen auf. Auf der Rückbank sitzt ihr 7-jähriger Sohn. Gerade noch gelingt es der Mutter, ihr Kind aus dem brennenden Wagen zu befreien. Angeblich soll der Junge mit einem Feuerzeug gespielt haben, dadurch habe das Auto beim Tanken Feuer gefangen. Zum Glück kann der Fahrzeugbrand gelöscht werden. Der Junge wurde offenbar mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.